Bitte, Frau Backström, der zu mitnehmen. Danke. Firma Backström und Söhne, guten Morgen. Oh, einen Moment bitte. Für Sie, Frau Stich. Guten Morgen, Frau Stich. Guten Morgen. Verstecken Sie da was? Ehrlich gesagt. Na, geben Sie schon mal. Unmöglich. Ganz unmöglich. Richten Sie doch bitte meinen Sohn aus. Er soll unsere Uhren in den Vordergrund stellen und nicht die Mädchen und ihre Vorzüge. Natürlich. Das ist doch nicht zu viel verlangt. Nein. Nein, ist es nicht. Es kann doch nicht so schwierig sein, gut aussehende Menschen zu finden, über 40. Große, kleine, dicke, dünne ist doch vollkommen egal. Tja, er versucht eben eine jüngere Käuferschicht anzusprechen. Frau Stich, Sie nehmen ihn schon wieder in Schutz. So. Interessante Gesichter in Verbindung mit unseren Ohren. Erfolg und Eleganz, das ist es, was unsere Käuferschicht anspricht. Und nicht diese jungen Models, die keinen Cent in der Tasche haben. Erinnern Sie bitte meinen Sohn daran, dass ich die Mitarbeiterehrung heute Abend allein vornehme. Und er braucht mich auch nicht hinzubringen. Ich werde selbst fahren. War das nicht eine seiner Models? Schon möglich. Aber wissen Sie, ob meine Tochter schon im Haus ist? Ja, sie ist heute bereits sehr früh gekommen. Gott. Guten Tag. Haben wir ihn schon mal gesehen? Nein, ich arbeite erst seit kurzem hier. Das Ziffernblatt auf der Damenuhr ist aber schon von mir. Sehr gut. Gefällt mir. Dankeschön. Wiedersehen. Hast du ihn eingestellt? Ja. Für kreative Mitarbeiter hattest du schon immer eine gute Hand. Danke für das Kompliment. Wir sollten versuchen, sie noch in unserer Weihnachtskollektion unterzubringen. Meine Meinung dazu kennst du ja. Und ich glaube nicht, dass es noch finanzierbar ist. Das sind doch blaue Diamanten. Ja. Wollten wir nicht die gelben? Der Händler hat sie zur Ansicht dagelassen. Und ich bevorzuge eben die blauen. Die blauen Steine passen einfach nicht. Mama, das ist doch nur eine Frage des Geschmacks. Dann bleiben wir bei den gelben. Die doppelt so teuer sind. Wir verkaufen Qualität und daran wird sich auch in Zukunft nichts ändern. Mit finanzkräftigen Partnern wird das auch überhaupt kein Problem. Vanessa, bitte nicht schon wieder dieses Thema. Wir sind und bleiben ein Familienunternehmen. Frau Winter, schon wieder zurück? Was ist es denn diesmal geworden? Ein Mädchen. Ach, da gratuliere ich. Alles Gute für Sie und Ihre Familie. Danke, Frau Backström. Ich möchte, dass Sie eine komplette Babyausstattung bekommen. Ich werde mich darum kümmern. Ah, darf ich bekannt machen? Daniela Brunner, das ist meine Mutter, Frau Backström. Meine Schwester, Vanessa. Hallo. Hallo. Frau Brunner präsentiert unsere neue Kollektion und ich möchte gerne ein bisschen was von unserem Handwerk zeigen. Da sind Sie bei meinem Sohn in den besten Händen. Seine Führungen sind berühmt. Entschuldigt mich. Bist du sicher, dass dich Markus nicht hinbringen soll? Ich bin sicher. Er hat Besseres zu tun, als mich in der Gegend herumzukutschieren. Außerdem, mach dir keine Sorgen. Morgen bin ich wieder zurück. Dann wünsche ich dir noch eine gute Fahrt und einen schönen Abend. Du hast dein Computer dabei? Du arbeitest zu viel. Kann eine Frau zu viel arbeiten? Also dann bis morgen. Herzlich willkommen. Schönen guten Tag.
Ist Ihnen was passiert? Nein. Sind Sie wahnsinnig? Was machen Sie denn da? Sie haben ja nichts verloren. Also, hören Sie mal. Nein, Sie hören. Das ist Privatbesitz. Zutritt verboten. Können Sie nicht lesen? Tut mir leid, ich habe das nicht so ernst genommen. Sollten Sie aber. Entschuldigung. Ich habe den wunderbaren Blues gehört. Und da war ich einfach neugierig. Sie stehen auf Blues? C.C. King und sein geliebtes Tennessee. Ich habe eine Menge Platten von ihm. Auf CD natürlich. Ja, ja, das ist ein ganz großer, das Blues. Der hätte sie erschlagen können. Wissen Sie, was passiert wäre, wenn der sie getroffen hätte? Dann wären Sie auf der Titelseite jeder Zeitung unter Garantie. Sie wollen sich über mich lustig machen. Ja. Es wartet eine Menge Arbeit auf Sie. Heißt das, Sie wollen mich loswerden? Das heißt, dass eine Menge Arbeit auf Sie wartet. Ja, ich habe schon verstanden. Wiedersehen. Wiedersehen. Große Freude, durch den heutigen Abend zu führen. Und wenn ich in all die strahlenden Gesichter sehe, erinnere ich mich sehr deutlich an die vielen gemeinsamen Jahre, an die vielen Feste, die wir hier schon gefeiert haben. Danke, liebe Freunde. Danke, dass Sie wieder den Weg hierher gefunden haben. Vor etwa 30 Jahren hat mein Vater einen jungen Mann in die Firma aufgenommen. Und dieser junge Mann arbeitete sich sehr schnell nach oben. In kürzester Zeit wurde aus dem kleinen Angestellten der Vorsitzende unserer Verkaufsabteilung. Seine Jahresumsätze sind inzwischen schon zur Firmenlegende geworden. So wird es Ihnen nicht überraschen, wenn ich Ihnen als Leiter unserer neuen brasilianischen Niederlassung Herrn Toni Ungerer vorschlagen und ans Herz legen möchte. Guten Morgen, Frau Stich. Kann ich bitte meine Tochter sprechen? Ja, sie ist bereits in ihrem Büro. Einen Moment. Hallo? Hallo, Mama. Was kann ich für dich tun? Es ist so unheimlich ruhig hier. Ich habe richtig Lust bekommen, wieder mal ein paar Tage Urlaub zu machen. Mhm. Den Urlaub hast du dir verdient. Bleib, solange du willst. Ja, wir kümmern uns um alles. Mhm.
Na? Gefällt sie dir? Hm? Habe ich deinen Geschmack getroffen? Ah, ja. Entschuldige. Backström? Was ist los? Ja, warte, ich komm sofort. Komm. Entschuldige, ich muss leider gleich in die Firma. Ich ruf dich am Abend. Mhm. Versprochen, ja? Ich komme schon. Will sie wirklich Urlaub machen? Bist du sicher? Ja, ganze 2 Wochen. Das ist ja unglaublich. Das letzte Mal hat sie sich einen gegönnt nach der Scheidung, also vor Ewigkeiten. Wir werden jetzt leider den harten Kurs fahren müssen. Ich habe Pläne und die Absicht, sie auch zu verwirklichen. Vanessa? Ja? Hallo, Liebling. Hallo. Sag mal, ist das euer Ernst? Ihr wollt das mit den Engländern durchziehen? Ja. Ich finde das keine sehr gute Idee. Die schwedischen und holländischen Partner hat meine Mutter bereits abgelehnt. Und so eine Niederlage will ich nie mehr erleben. Vom Angebot der Engländer wissen nur du, ich und Markus etwas. David und John scheinen sehr verlässlich zu sein. Ich verhandle mit ihnen schon seit Monaten. Worüber? Über ihren Einstieg in unsere Firma. Moment mal, hinter meinem Rücken und hinter dem deiner Schwiegermutter. Die Precious Company ist ein solides Unternehmen. Das sind genau die richtigen für uns. Moment mal, das kann man doch gar nicht so leicht bewerkstelligen. Die Verträge zum Beispiel. Sind bereits so gut wie fertig. Schau sie dir durch. Es sind dieselben Verträge, die du schon für die Holländer erstellt hast. Ein paar kleine Änderungen noch und fertig. Ach, mein Schatz, warum glaubst du, sind mein Bruder und ich von Mutters plötzlichem Urlaub so begeistert? Also, nochmal, Vanessa. Ich finde das keine gute Idee. Eure Mutter sollte... Jetzt noch nichts davon wissen. Unterschätz mich bitte nicht. Es reicht mir schon, wenn meine Mutter das tut. Natürlich vergesse ich das nicht, Frau Backstollen. Sie können sich auf mich verlassen. Ich werde Ihnen noch heute alles Notwendige zuschicken. Ist es Oma? Ja. Hallo, Oma. Mama hat uns erzählt, dass du auf einer Burg bist und Urlaub machst. Ja, das ist richtig. Schade, dass ihr nicht hier sein könnt. Eine Katze hat drei Jungen bekommen. Noch steht die Firma auf soliden Beinen. Aber auf lange Sicht kann unser Unternehmen so nicht weitergeführt werden. Ab sofort werden wir uns ein zweites Standbein aufbauen und das wird Backström Modern Line heißen. Trotzdem wäre es besser gewesen, wenn es deine Mutter... Meine Mutter will einfach nicht einsehen, dass ihre Philosophie von einem alteingesessenen Familienunternehmen in der heutigen Zeit nicht mehr funktioniert. Und in Zukunft schon gar nicht. Was soll das? Änderungen für die Weihnachtskollektion. Aber ich wollte doch die blauen Steine. Auf Wunsch von Frau Backström mussten sie alle durch gelb ersetzt werden. Warum ist Information in unserer Familie immer eine Einbahnstraße? Wir werden ihr die Entwürfe mit den gelben Diamanten senden. Das wird sie mit Sicherheit entspannen. Sie soll wissen, dass wir immer an sie denken. So geht das aber nicht, meine Liebe. So geht das nicht. Sie müssen hier weg. Was ist los? Sie müssen sich woanders hinsetzen. Wieso? Ich sehe hier weit und breit kein Glashaus. Ich fühle mich von Ihnen in keinster Weise gefährdet. Schauen Sie, ich muss hier Heu machen, ja, möchte heute Abend fertig sein. Ja, dann sollten Sie schleunigst weitermachen. Ja, haben Sie recht. Was machen Sie da? Das, was Sie mir empfohlen haben, weitermachen.
Wenn Ihnen langweilig ist, dann können Sie mir helfen. Langeweile ist Luxus, den kann ich mir nicht leisten. Ja, bravo. Dann gehen Sie wie mir. Ich sehe schon, Sie meinen es ernst? Na klar. Schluss. Normalerweise machen das Maschinen. Für so eine kleine Fläche rentiert sich das nicht. Ich hab's ja vermutet. Was? Dass Sie eine gute Bäuerin abgeben würden. Ah, ich spüre meinen Rücken nicht mehr. Sie bewegen sich zu wenig. Finden Sie? Ja, ein bisschen mehr körperliche Arbeit und Sie können den Fitness- und Wellness-Quatsch vergessen. Ich arbeite genug, keine Sorge. Und das ist Hibiskus. Das ist sehr populär. Den setze ich immer vorne beim Schlosseingang ein. Das sind Sonnenblumen, das kennen Sie hoffentlich. Das ist die Taglilie, da blüht jede Blüte nur einen Tag. Das Phlox. Alles bunt. Mhm. Sie haben nicht viel Ahnung von Blumen. Hm? Das sind Rosen. Ach so, ja, bravo. Und das sind Peperoncini. Die werden jedes Jahr früher reif. Wollen Sie eine? Ich glaube, ich muss mich jetzt duschen und fürs Abendessen umziehen. Wiedersehen. Wiedersehen. Guten Appetit. Vanessa. Du, ich lese gerade einen interessanten Artikel über internationale Modeschmuckerzeuger. Der Firmenname ist Precious Company. Laut Wirtschaftszeitung vertreiben die ihre Produkte über ihre eigenen Filialen. Europaweit sollen das Hunderte sein. Ja, und sie sind weiter auf Expansionskurs. Zwei junge, aufgeschlossene Männer haben das Ruder in die Hand genommen. Ihre Namen sind John Finch und David Gordon. Sehr interessant. Ja, natürlich werde ich mir die Zeitung besorgen. Mhm. Wie? Bei uns ist alles in Ordnung. Ja. Ach, Mama. Jetzt genieß doch deinen Urlaub, leg die Zeitung weg und entspann dich. Wir halten hier schon die Stellung. So, darf ich bekannt machen, das ist meine Schwester Vanessa, Fräulein Gisela Knut. Grüß Gott. Das ist ihr Mann, Ewald, Fräulein Knut. Guten Tag. So, da wären wir. Bitte, nimm Platz. Mama hat angerufen. Aha, gut. Entschuldigen Sie uns bitte einen Augenblick. Los, komm. Was ist denn? Manchmal ist sie mir richtig unheimlich. Warum denn? Sie hört mir gerade diesen Artikel über das neue Management der Precious Company empfohlen, als ob sie was davon ahnen würde. Sogar ihren Namen hat sie mir vorgelesen. Ja, aber sie kann unmöglich was davon wissen. Wie denn? Was jetzt? Da fehlen mal wieder die Worte, nicht? Schatz, du bist meine Frau. Ich liebe dich. Ich würde dich doch niemals verraten. Entschuldige. Also, ich bin von euren Ideen nicht begeistert, das wisst ihr, aber verraten niemals. Essen bitte!
Warum sollen wir keine billigen Uhren für die breite Masse herstellen? Was ist denn daran auszusetzen? Verstehe ich nicht. Weil sie es eben nicht will. Und wenn sie es nicht will, könnt ihr es nicht einfach machen. Wir werden uns dieses zweite Standbein aufbauen, ob Mutter das recht ist oder nicht. Eine Möglichkeit gibt's schon noch. Wir verkaufen die Firma, gründen eine Stiftung und leben von den Zinsen. Ach, liebe Frau Imme, würden Sie bitte die Kinder holen? Auf Hallo? Ich kenne keinen Hallo. Ich heiße Otto. Hallo. Ich meine, ich heiße Erika. Freut mich. Danke für die Blumen. Für die Rosen. Wo sind die Unterlagen? Keine Geschäfte heute? Handy genügt mir. Nee, lassen Sie das, ist zu schwer für Sie. Quatsch. Sie gehen das zu scharf an, liebe Erika. Nur weil Sie mich jetzt beim Vornamen kennen, brauchen Sie sich noch lange nicht lustig über mich zu machen. Lieber Otto. Kommen Sie, topfen wir Pflanzen um. Das ist besser für Ihr Outfit. Willkommen bei Backström und Söhne. Und hoffentlich bald auch bei Backström, Söhne und Partner. An uns soll's nicht liegen. Certainly not on us. Darf ich bitten? Precious Company, Backström und Söhne. Wunderbar. Durch die Fusion unserer beiden Firmen bekommen wir ein vollkommen neues Image. Meine Herren, das sind die ausgefertigten Verträge. Lesen Sie alles in Ruhe durch. Und wenn Sie keine weiteren Einwände haben, können die Verträge schon morgen unterzeichnet werden. Ich finde hier nirgends die Namen von Erika Backström. Mein Bruder und ich sind Vorstandsmitglieder, so wie unsere Mutter auch. Jeder von uns ist unterschriftsberechtigt. Da aber Frau Backström derzeit leider verhindert ist, werden mein Bruder und ich die Verträge unterzeichnen. Vor 100 Jahren baute mein Großvater seine erste Uhr, meldete ein Patent an und gründete die Firma. Er hat ein schweres Erbe auf ihre schmalen Schultern geladen. Wie kommen Sie denn darauf? Ich bin ja nicht blind. Verantwortung ist für mich kein Fremdwort. Ich bin damit aufgewachsen. Manchmal träume ich von einem Leben ohne Firma. Keine Uhr, kein Ticken, keine Kunden, keine Kalkulation, kein klingelndes Handy. Sie haben nur Urlaub. Aber es fällt mir schwer, abzuschalten. Hotel Felsenstein, guten Tag, was kann ich für Sie tun? Können Sie mich sofort mit Frau Backström verbinden? Es ist dringend. Ja, soviel ich das sehe, ist sie nicht auf ihrem Zimmer.
Dankeschön. Sie werden meiner Mutter doch nicht den wohlverdienten Urlaub verderben wollen. Das hätten Sie nicht machen dürfen, sie derartig zu hintergehen. Liebe Frau Stich, Sie wollen doch weiterhin bei uns arbeiten, oder? Selbstverständlich. Dann sehen Sie doch der bevorstehenden Vertragsunterzeichnung mit Freude entgegen. Und glauben Sie mir, zum langfristigen Überleben benötigen wir nicht nur teure Uhren, sondern auch Massenware. Denken Sie mal darüber nach, liebe Frau Stich. Und mischen Sie sich nicht in unsere Familienangelegenheiten. Eigentlich glaube ich immer, ich sollte in der Firma sein. Es läuft zwar alles bestens. Meine Kinder machen ihre Arbeit. Die neue Kollektion steht vor der Produktion. Aber ich habe einfach ein schlechtes Gefühl. Jeder muss doch alles wehtun, hm? Nein, es geht schon. So sehen Sie aber nicht aus. Oh, Entschuldigung. Ist Ihre Frau berufstätig? Bitte? Ihre Frau, ist sie berufstätig? Meine Frau, die ist gestorben. Entschuldigung. Na, viele Jahre her. Wollen Sie auch hin? Oh, das tut mir leid, es tut mir leid. Entschuldigung, ich hätte Sie warnen sollen. Oh Gott, wie frage ich mir das auch noch in die Augen, ich Idiot. Bitte, es tut mir sehr leid. Entschuldigung. Haben Sie mein Handy gesehen? Ihr Handy? Nein, das habe ich nicht gesehen. Ja, wahrscheinlich ist es in meinem Zimmer. Wiedersehen. Wiedersehen. Haben Sie heute Abend schon was vor? Alles Gute zum Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch. Warum haben Sie nichts gesagt? Ist nicht so wichtig. Prost. Und jetzt musst du eine Rede halten. Ja, das ist so üblich. Geburtstagskinder machen das so. Sie wissen, dass ich ein ganz großer Fan von Blues bin. Darf ich wissen, woher das kommt? Ich weiß nicht. Seit meiner Jugend hänge ich irgendwie an den Südstaaten. Alabama, Memphis, Tennessee. Das ist ja die Wiege des Blues. Waren Sie schon mal da? Nein. Ich bin Gärtner, ich habe keine Zeit. Nie? Sagen Sie mal, sind die Hände sauber genug? Passt. Gut. Dann darf ich Sie zum Tanz auffordern. Waren Sie schon mal in Paris? Nein. Da sollten Sie aber schleunigst nachholen. Es ist fantastisch. Ja.
Es wird ja schon hell. Ja, sieht fast so aus. Wir haben die ganze Nacht durchgemacht. Fantastisch. Was wird denn der Herr Backström sagen? Wer? Na, Ihr Mann. Ach so, das ist mir völlig egal. Was mein Ex-Mann sagt, interessiert mich schon lange nicht mehr. Der Vater meiner Kinder war der größte Fehler meines Lebens. Es hat nur so lange gedauert, bis ich das begriffen habe. Wo wohnen Sie denn? Ja, in dem Häuschen. Ah. Allein? Ja. Und Sie? Auch allein? Immer. Ja, dann. Gute Nacht. Ja. Verdammt! Das verpatzt mir meinen Abgang. Sie sind wunderbar, wenn Sie sich aufregen. Ja, Gott, schauen Sie mich nicht so an. Helfen Sie mir lieber. Ich bin wunderbar? Ja, sonst würde ich nichts sagen. Bitte. Danke. Für alles. Ja? Ich kann jetzt nicht einfach schlafen. Ich auch nicht. Ich kann auch nicht alleine frühstücken. Ich weiß nur nicht, ob... Kommen Sie zu mir ins Glashaus. Ich mache uns einen starken Kaffee. Einen kleinen Moment. Ich bin gleich wieder da. Ich mache mich nur ein bisschen frisch. Ich kann es nicht glauben. Seit 29 Jahren arbeite ich schon hier. Aber diese Verträge da? Ich habe sie gelesen. Nein, 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 nein. So geht das nicht. Ich bitte Sie, liebe Frau Stich, regen Sie sich doch nicht so auf. Wenn Sie wollen, sagen wir meiner Mutter eben, dass Sie keine Ahnung hatten. Das glaubt sie doch keine Sekunde. Einfach nichts davon wussten. Und jetzt wollen Sie mich auch noch zum Lügen anstiften. Nein, das ist nicht in Ordnung. Irgendwo muss es doch sein. Haben Sie schon in Ihrem Hotelzimmer gesucht? Ja, aber wahrscheinlich nicht gründlich genug. Ich war sicher, dass es hier ist. Das kann Sie niemand mehr anrufen. Na, wird schon wieder auftauchen. Was haben Sie mir in den Kaffee getan? Wieso? Ein Tag ohne Handy war für mich unvorstellbar. Aber seit heute Nacht ist mir das völlig egal. Vielleicht sollten wir beide in Ihrem Zimmer suchen. Vier Augen sehen dann mehr als zwei. Würden Sie einen Augenblick warten? So finden wir das Handy aber nicht. Wir sollten uns wenigstens duzen. So, Frau Stich. Bei den Verträgen
werde ich jetzt eine Korrektur vornehmen und wir werden eine Zusatzklausel einfügen. Wirklich? Jetzt gleich? Jetzt gleich. Notieren Sie. Betrifft Gesellschaftervertrag vom so und so. Folgender Passus wird ergänzt. Also, auf gute Zusammenarbeit. Wunderbar. A wonderful thing. Auf eine gute Partnerschaft. Mein verspätetes Geburtstagsgeschenk. Für mich? Wehe, du nimmst es nicht. Es bringt 100 Tage Unglück. Das hättest du nicht tun sollen. Du hast ja die gleiche. Fast. Die ist nur 100 Jahre älter. Sie gehörte meinem Großvater. Mit dieser Uhr hat er seine Firma gegründet. Um Gottes Willen, Frau Stich! Entschuldigen Sie. Ich glaube, ich muss wohl ein wenig eingeschlafen sein. Ja, um 3 Uhr früh ist das auch kein Wunder. Was ist denn passiert? Es geht um die Firma. Bitte. Oh, Herr Otto Frank, Frau Stich, meine Sekretärin. Guten Abend. Ich habe die ganze Zeit versucht, Sie zu erreichen. Ja, ich weiß, es ist meine Schuld. Ich dachte wirklich, ich könnte mal abschalten. Wie sind Sie denn überhaupt hierher gekommen? Ja, mit Bahn und Taxi. Ja, ich gehe da mal, ja? Bitte. Entschuldige, ein Chef sollte immer erreichbar sein. Ich weiß. Das hat mein Großvater schon immer gesagt. Und den Vertragszusatz, den Ihr Schwiegersohn gestern noch eingefügt hat, finden Sie unter der Nummer 36D, Debidora. Aha. Sollten innerhalb von 5 Tagen nach Unterzeichnung des Vertrages die jeweiligen Parteien keinen Einspruch erheben, erhält der Vertrag nach Ablauf dieser Frist seine vollständige Gültigkeit. Gestern wurde unterzeichnet, also bleiben mir noch 4 Tage für den Einspruch. Danke, Frau Stich. Das werde ich Ihnen nie vergessen. Ich wäre gerne hier geblieben. Aber du musst gehen. Die Firma ruft. Ich wäre gern bei dir geblieben. Ja, das freut mich. Sehen wir uns wieder? Natürlich. Das Beste wäre, du kommst gleich mit. Dann muss ich aber Urlaub nehmen. Lass mich fahren, bitte. Du hast die ganze Nacht nicht geschlafen. Du doch auch nicht. Ich stehe jetzt unter Spannung. Dafür habe ich nicht mein Leben lang geschuftet. Dafür nicht. Sie wissen doch, wie hart das war. Wie ich kämpfen musste nach der Scheidung. Mhm. Ich habe nicht mein Leben der Firma geopfert, nur damit meine Kinder sie jetzt hinter meinem Rücken verscherben. Warum tun Sie mir das an? Warum? Frag Sie. Ich kann dir daraufhin keine Antwort geben. Vielleicht klärt sich ja sowieso alles von selbst auf. Einmal bin ich glücklich. Einmal geht's mir gut.
Ich fahre jetzt nach Hause. Schlafen Sie gut. Und nochmal vielen herzlichen Dank. Ich habe dich unterschätzt. Wieso? Du bist ja nicht nur reich, du bist ja stinkreich. Backström! Ja, Frau Imme, ich bin's. Wie schön. Ich meine, das ist ja furchtbar. Warum haben Sie denn nichts gesagt? Ich meine, ich muss doch noch alles herrichten. Frau Imme, ich komme einfach nur nach Hause und Sie kriegen keinen Herzinfarkt, ja? Otto, darf ich dir Frau Imme vorstellen, unsere Haushälterin? Guten Tag, Frank. Grüß Gott. Was immer im Haus passiert, Frau Imme weiß Bescheid und hat es unter Kontrolle. Herr Frank ist mein Gast. Was hat die denn? Sie hasst Überraschungen. Meine Kinder sind in der Firma und die Enkel in der Schule. Aber spätestens heute Abend wirst du sie beim Essen alle kennenlernen. Das klingt gefährlich. Nein. Nein, ich bin nur gespannt, wie sie auf dich reagieren werden. Mein Großvater war ein leidenschaftlicher Sammler. Ja, sieht ein bisschen aus wie ein Museum hier. Darf ich Sie zu Ihrem Zimmer bringen? Sie werden sich sicher frisch machen wollen. Frau Imme, dieser Herr ist mein persönlicher Gast. Ja, das erwähnten Sie schon. Er braucht das Gästeapartment nicht. Er schläft bei mir. Ach so. Darauf war ich natürlich nicht vorbereitet. Dann muss ich ja noch das zweite Bett frisch überziehen. Und mehr Handtücher in Ihr Zimmer bringen. Also ich meine, das hätten Sie mir wirklich früher sagen können. Und wir gönnen uns jetzt eine ausgiebige Siesta. Seit wann? Seit heute früh, ohne jede Vorwarnung. Nicht einmal Frau Imme wusste Bescheid. Es gibt eine Katastrophe. Ja, ich habe das kommen sehen. Hallo, halt, meine Lieben. Darf ich euch Herrn Otto Frank vorstellen? Das ist Patricia, das ist Jakob, Hallo. Meine Enkelkinder. Stimmt, dass das hier im Zimmer schlafen? Ja, und daran wirst du dich jetzt gewöhnen müssen. Da kannst du nicht mehr so in meinem Bett herumtoben. Los, Kinder, das Essen wird kalt. Einen wunderschönen guten Abend, meine Lieben. Darf ich euch mit Herrn Otto Frank bekannt machen? Meine Tochter Vanessa. Guten Abend. Freut mich. Ihr Mann Ewald. Guten Abend. Hallo. Und mein Sohn. Markus. Freut mich. Ich habe Hunger. Und Frau Imme hat bestimmt mein Lieblingsessen gezaubert, stimmt's? Wie immer. Leberknödelsuppe und Tafelspitz. Es ist schön, wieder zu Hause zu sein. Guten Appetit. Und Sie waren auch auf Urlaub? Nein, ich arbeite in dem Hotel. Ach so? Und was? Wenn man fragen darf? Gärtner. Wir haben auch einen Gärtner. Er schneidet die Rosen und gräbt die Beete um. Ja, ja, sowas mache ich auch. Ich habe da immer Probleme mit meinen Händen. Bleibt immer Erde unter den Fingernägeln. Ich hatte einen wunderbaren Urlaub. Ich habe ihn sehr genossen, bis Frau Stich kam. Was fällt euch ein? Wie könnt ihr es wagen, hinter meinem Rücken Verkaufsverhandlungen zu führen und derartige Verträge abzuschließen? Ehe du mit dem Drama beginnst, solltest du vielleicht deine Begleitung fragen, ob er das alles wirklich mit anhören will. Oh, hier bin ich schon, um Gottes Willen. Er bleibt. Mama, hier geht's ums Geschäft. Hinter meinem Rücken? Mama, ich finde, wir sollten sachlich bleiben. Ich bin sachlich. Ich kann dir alles erklären. Du brauchst mir nichts zu erklären. Ich kenne die Verträge. Ich habe sie gelesen und verstanden. Und die können sie gleich wieder zerreißen. Das ist doch lächerlich.
Wir brauchen finanzkräftige Partner für ein zweites Standbein. Unabhängigkeit ist und bleibt für mich das Wichtigste. Und diese Rücktrittsklausel werde ich selbstverständlich in Anspruch nehmen. Welche Rücktrittsklausel? Absatz 36 Devidora. Der Vertrag muss neu ausgehandelt werden, wenn einer der Vertragspartner binnen 5 Tagen Einspruch erhebt. Wir gehen keinerlei Fusionen ein. Mit niemandem. Und machen weiterhin Schulden. Wie lange glaubst du, kann so eine Geschäftsgebarung noch gut gehen? Ohne mein Einverständnis geht gar nichts. Gute Nacht. Die heiligen Familienbetriebe gehen reihenweise bankrott. Fragst du dich nie, warum? Und diese verdammte Rücktrittsklausel hätte man nicht einfach weglassen können? Nein, hätte man nicht. Ein so kurzfristig ausgefertigter Vertrag verlangt einen solchen Passus. Weißt du, manchmal habe ich den Eindruck, sie ist einfach zu dumm, um die heutige Marktwirtschaft zu durchschauen. Wie spät ist es denn? Wie bitte? Schon verlockend. Die Vorstellung vom Leben im Luxus, nicht? Interessiert mich nicht. Ah ja. Hat mich noch nie interessiert. Dann werde ich Ihnen unsere Familienverhältnisse mal erklären. Und das Problem unserer Firma von meinem Standpunkt aus. Deine Familie denkt, ich hätte mich wegen deines Vermögens an dich herangemacht. Das passt zu ihrem Weltbild. Kümmer dich nicht drum. Das ist schwer. Das sind deine Kinder. Sag mal, war das notwendig, sie so in die Enge zu treiben? Diplomatie war noch nie meine Stärke. Die machen sich ernsthaft Sorgen. Nett, dein Versuch zur Ehrenrettung meiner Familie. Ich habe nicht gewusst, dass die so wertvoll ist. Ich habe geglaubt, das ist Dublé und Glas und nicht Gold und Diamanten. Behalt sie bitte. Das ist ein Geschenk. Arbeitest Tag und Nacht, opferst dich für die Firma auf, kannst ja schon fast einem Wunder, dass die Kinder nicht im Büro zur Welt gekommen sind. Willst du mir damit etwas sagen? Ja. Also gegen deine Geschäftsidee kann man überhaupt nichts einwenden. Dass wir sie hintergangen haben, das war falsch, das weißt du auch. Aber so, wie sie jetzt mit dir rumspringt, nee. Was soll ich dazu sagen? Meine Meinung dazu kennst du ja. Ja, dann noch dieser Typ. Zum Rosenschneiden hat sie ihn sicher nicht ins Bett geholt. Oh, bitte. Ich finde, wir sollten mehr über unsere Strategie reden und weniger über das Privatleben unserer Mutter. Vielleicht kann man über diesen Herrn ja irgendwas herausfinden. Herrn Otto Frank. Also in der Zwischenzeit sollten wir uns eher Gedanken über einen Plan B machen. Es gibt keinen Plan B. Es gibt nur einen Plan A. Und der ist vorbei, wenn er vorbei ist. Schatz, es ist vorbei. Nein. Nichts ist vorbei, gar nichts. Ich werde auf keinen Fall aufgeben. Niemals. So stur wie meine Mutter bin ich schon lang. Mir tut's wirklich leid, dass ich dich da reingezogen habe. Ja, du musst dich entschuldigen bei mir. Wie denn? Du musst mich küssen. Das war aber wenig. Das ist keine Entschuldigung. Komm, ich zeig's dir. So, jetzt kann ich dir verzeihen. Bist du eigentlich am Ausgang unseres Familiendramas interessiert? Aber natürlich. Ich spiele doch eine wichtige Rolle in dieser Seifenoper. Ich bin der Mitgiftjäger. Da kann ich nicht einfach aussteigen. Da würde man mich vermissen. Du meinst, ich würde dich vermissen? Was passiert eigentlich, wenn du keinen Einspruch einlegst und die Verträge ihre Gültigkeit erlangen? Du meinst, ich soll nachgeben? Die Firma nicht mehr unter Kontrolle haben? Auf gar keinen Fall. Das kommt nicht in Frage.
Was sind das für Boote? Mauritius, ein Turn mit Geschäftsfreunden. Ist schon lange her. Und diese Motorjacht? Die gehört der Firma, zu Repräsentationszwecken. Und diese riesige Segeljacht? Ja, die benutzt hauptsächlich mein Sohn. Bezahlen tut sie natürlich auch die Firma. Das muss ja alles ein Vermögen kosten. Du sagst es. Du meinst, unsere kleine Flotte verkaufen? Ja, meinst du das? Na ja. Na, das erzähl mal meinen Kindern. Die Sammlung meines Großvaters. Er hätte sie nie verkauft. Das war sein Lieblingsstück. Tochter, die weiß, was sie will. Die hat einen ziemlichen Dickkopf. Billige Plastikuhren will sie verkaufen. Messing statt Gold, Glas statt Diamanten, das hat sie vor Augen. Das alles nennt sich dann Luxus für die breite Masse. Na, ist doch keine schlechte Idee. Findest du? Schöner Schmuck. Für kleine Leute, warum nicht? Ich möchte, dass du bei dem Gespräch mit den Kindern dabei bist. Oh je, ist keine gute Idee. Kein Rückzieher jetzt. Der Gedanke, unsere Antiquitäten zu verkaufen, gefällt mir. Damit kann ich mich durchaus anfreunden. Das ist aber noch nicht alles. Nein? Deine Segeljacht wird auch dran glauben müssen. Was? Aber das ist doch nicht dein Ernst. Kostenreduktion ist gefragt. Und zwar bei uns, nicht bei unseren Produkten. Von unserer Motorjacht werden wir uns auch trennen. Das kann ich nicht zulassen. Auf keinen Fall. Darauf haben wir unsere Flitterwochen verbracht. Gut, aber die erwähnten Gegenstände sind Teil des Unternehmens. Die können jederzeit veräußert werden. Liebling, wann haben wir die Yacht zuletzt für Repräsentationszwecke genutzt? Wann? Oh, Entschuldigung. Haben Sie ihr das alles eingeredet? Ich bin nur der Gärtner. Ja, darauf kommen wir später noch zu sprechen. Also gut. Gut, in Ordnung, liebe Mutter. Wir sind einverstanden. Und damit kommen wir zu deiner vielgeliebten Wohnung in Paris. Wann hast du die das letzte Mal benutzt? Wie bitte? Ja, und schon ist sie verkauft. Und weiter geht's mit dem lustigen Ausverkauf unseres Familiensilbers. Das Chalet in der Schweiz. Wann warst du das letzte Mal dort? Vor 15 Jahren? Zum ersten, zum zweiten und zum dritten. Verkauft von der Dame im grünen Pullover. Und Großvaters Oldtimer? Ihre Erhaltung kostet Geld. Sie verstellen uns den Platz und gehen mir schon seit Jahren auf die Nerven. Verkauft. Und für Sie? Sein Leben in Luxus in greifbarer Nähe? Bitte? Als Besitzer einer großen innerstädtischen Liegenschaft, kein Problem. Wollen Sie sich dazu vielleicht äußern? Soll das jetzt ein Verhör werden? Ich verstehe nicht. Ja, ich denke schon. Lage Breitegasse Nummer 4, also mitten im Grazer Stadtzentrum. Schätzwert um die 3 Millionen. Stimmt das? Warum hast du mir nichts gesagt? Naja, jeder hat seine kleinen Geheimnisse. Tja,
Das war's dann wohl. Nachdem die Finanzen geklärt sind, gibt es keinen Grund mehr, uns mit irgendeinem Unternehmen zu fusionieren. Gasse Nummer 4. Das ist meine ehemalige Gärtnerei. Ich habe das Grundstück der Stadt Graz vermacht. Gegen eine kleine Leibrente. Als Park- und Kinderspielplatz. Unter einer Bedingung, dass sie das nicht verbauen. Jedenfalls nicht die nächsten 100 Jahre. Warum? Zum Andenken an meine Frau. Die war vernachtet in Kinder. Wir wollten so viele wie möglich erwarten. Hat leider nicht geklappt. Kinder machen aber auch Probleme. Mein Sohn zum Beispiel gerät ganz nach seinem Vater. Er ist hauptsächlich damit beschäftigt, Geld auszugeben. Meine Tochter ist genau das Gegenteil. Die ist ehrgeizig, ein richtiges Arbeitstier. Mhm. Ist halt so wie du. So. Bitte? Das ist der Rest meiner Gärtnerei. So, das ist meine Villa. Hier bin ich immer, wenn ich in der Stadt bin. Oft scheinst du ja nicht hier zu sein. Immer am 10. Juni. Am Todestag meiner Frau. Hörst du das? Diese Stimmung, die mag ich. Oh. Oh. Entschuldigung! Ja. Danke! Bist du eigentlich immer so dominant bei deinen Kindern? Ich bin dominant? Auf welcher Seite stehst du eigentlich? Auf keiner. Herr Witti, ich habe doch gerade erst angerufen. Sie sind schon hier? Bei Ihnen muss man sofort zuschlagen. Sie könnten es sich wieder anders überlegen. Viel Freude damit. Danke. Alte Autos, sind die viel wert? Sie haben wohl keine Ahnung, welche Raritäten und Werte wir hier verladen. Nee, da habe ich keine Ahnung. Moment, warten Sie. Das hier habe ich unter einem Autositz gefunden. Wenn Sie das bitte Frau Backström geben würden. Jawohl. Was hat denn das zu bedeuten? Ein weiterer Versuch, dich zu überreden. Die Kalkulationen und alle Pläne für unser zweites Standbein mit der Precious Company sind hier auf dem letzten Stand. Du gibst wohl nie auf. Diese Partnerschaft würde uns nur Vorteile bringen. Ich lasse nicht zu, dass sich Fremde in unsere Familie einmischen. Wo soll denn das enden? In einem Ramschladen? Hier geht's doch nicht um Einmischung, Mama. Ich versuche doch nur, einen zweiten Geschäftszweig aufzubauen. Offenbar hast du deinen Geschäftssinn an der Garderobe abgegeben. Komm doch rein. Vielleicht könntest du inzwischen hier wieder für Ordnung sorgen. Hier geht's um Fakten, Mama. Schau dir unsere Ideen und Pläne doch wenigstens an. Nein, mir reicht's jetzt. Otto! Otto! Ja, was ist? Du
kannst nicht einfach so davonlaufen. Ich mag sowas nicht. Ich halte das nicht aus, wie du deine Familie behandelst. Ach, sie sind doch nur sauer, weil ich ihre Spinnereien nicht teile. Du kannst sie doch nicht einfach so überfahren. Die Bemerkung mit dem Ramschladen zum Beispiel. Du übertreibst. Warum siehst du dir ihre Pläne nicht an? Weil ich mir von niemandem reinreden lasse. Aber die haben sich Mühe gegeben, die haben Zeit investiert. Das kannst du doch nicht einfach vom Tisch wischen. Wo gehst du denn hin? Ein Bier trinken. Allein. Also ich finde das großartig. Ich finde das wirklich großartig. Was findest du großartig? Entschuldige, der Gärtner ist der Einzige, der sich von deiner Mutter hier nicht herumkommandieren lässt. Sollte ich mir an ihm vielleicht ein Beispiel nehmen? Und wann willst du damit anfangen? Hey, kannst du dich noch daran erinnern? Weiß nicht. Kann sein. Wir waren in Paris. Sie hatte Geburtstag, war gerade 10 Jahre alt und wollte das unbedingt haben. Ich wollte den Kitsch natürlich nicht kaufen, aber sie hat sich auf den Boden geworfen und gebrüllt und gestrampelt. Der ganze Pariser Flohmarkt ist zusammengelaufen. Da musste ich es natürlich nehmen. Ich kündige. Was hast du gesagt? Du hast mich schon verstanden, Mama. Mit dem heutigen Datum scheide ich aus der Firma aus. Ab sofort kannst du meinen Job neu ausschreiben. Hast du den Verstand verloren? Ganz im Gegenteil. Ich war schon lange nicht mehr so klar im Kopf. Könntest du dich vielleicht auch einmal dazu äußern? Auf mich hat sie noch nie gehört. Willst du dir deine Entscheidung nicht noch einmal überlegen? Ich mach dir hier nicht mehr länger den braven Trottel. Wenn du alles, was ich erarbeitet habe, ablehnst, muss ich gehen. Tut mir leid, dann ist kein Platz für mich an deiner Seite. Du brauchst Marionetten und keine selbstständig denkenden Menschen. Vanessa! Was ist denn da los? Was hat denn die Mama? Nix. So einfach geht das nicht. Du hast noch 3 Monate zu arbeiten. Du kennst deinen Vertrag. Habe mir selbst unterschrieben und ich werde ihn auch einhalten. Punkt für Punkt. Darauf kannst du dich verlassen. Aufmachen. Habe ich richtig gehört? Ihre Tochter will ausziehen? Sie will nur die Firma verlassen, nicht unser Haus. Verstehe ich nicht. Wir müssen Kosten einsparen, Arbeitsplätze streichen. Vielleicht sollte ich auch kündigen. Um Gottes Willen, wie kommen Sie denn auf diese absurde Idee? Um Kosten zu sparen. Gratuliere. Jetzt hast du ihr endlich mal die Meinung gesagt. Wäre sie nicht meine Mutter, hätte sogar Spaß machen können. Vanessa, wenn du aus der Firma ausscheidest, dann gehe ich auch. Warum? Du bist doch ihr Liebling, ihr Schoßhündchen. Die Rücktrittsklausel hast du nur für sie reingeschrieben. Ja, das stimmt. Aber nachdem, was dir heute alles vorgefallen ist, da... Fehlen dir mal wieder die Worte, nicht? Ja. Also wenn du gehst, dann gehe ich auch. Du bleibst. Anna muss ja die Familie ernähren. Schatz, ich liebe dich. Wir sind auch ohne diese Firma etwas wert. Hm? Dann dreht sie endgültig durch. Das tut mir leid für Sie, aber ich bin doch sowieso nur Ihr Anwalt. Ja, du bist nur Ihr Anwalt, weil du der Vater meiner Kinder bist. Ja, genau so ist es. Sie werden doch weiter hier wohnen, oder? Nein. Nein, das werden wir nicht. Und die Kinder? Die Kinder werden lernen, wie das Leben ohne Erika Backström geht. Das ist ja eine Katastrophe. Liebe Frau Imme, Ihr Essen wird uns fehlen. Wen rufst du an? Meinen Bruder, ich muss ihn ja informieren. Deine Schwester scheidet aus der Firma aus. Hat sie mir soeben mitgeteilt. Die Ratten verlassen das sinkende Schiff. Wir sind noch nicht in Seenot, mein Lieber. Vielleicht in einem Sturm, aber noch lange nicht gesunken. Hast du vielleicht auch eine Meinung dazu? Ja, habe ich. Ich frage mich, warum du dir das immer noch antust in deinem Alter. Ich verstehe dich einfach nicht. Weil ich ein Leben lang dafür geschuftet habe. Ah ja?
Und was hast du davon? Außer dein Ego zu befriedigen, ist das deine komplette Lebensplanung? Solltest du irgendwann mal begreifen, dass es mehr gibt als arbeiten, dann bitte verkauf diese Firma, solange unser Name noch was wert ist. Das ist doch nicht dein Ernst. Oh, doch, es ist mein Ernst. Keiner von uns müsste je wieder was arbeiten. Auf den Tag kannst du lange warten. Übrigens ziehe ich morgen zu meiner Freundin. Zu welcher? Das interessiert dich doch sowieso nicht. Entschuldigung. Bei mir musst du dich nicht entschuldigen. Mir hast du nichts getan. Entschuldige dich bei deiner Familie. Mein Sohn zieht zu einer Freundin. Aha. Und meine Tochter verlässt die Firma. Das wundert mich nicht. Sie scheidet aus. Und das lässt du zu? Keine Sorge. Bis heute Abend hat sie es wieder vergessen. Naja. Darauf würde ich nicht wetten. Ich auch nicht. Und jetzt fühlst du dich von deiner Familie im Stich gelassen, hm? Natürlich. Es tut ja auch sehr weh. Mein Beileid. Ich mag keinen Schatten. Bitte. Prost. Auf deine Familie. Die Familie ist das Allerwichtigste. Leider war mir das nie vergönnt. Hältst du mich für gefühllos? Nein. Aber du bist manchmal so unnahbar, so stolz. Dabei bist du so wunderbar, wenn du schwach bist und wenn du Gefühle zeigst. Gottes Willen, Frau Immel, was machen Sie denn da? Spielzeug wegpacken. Das sehen Sie doch. Warum? Das fragen Sie am besten Ihre Tochter. Hi. Was ist denn um Gottes Willen hier los? Gott, solltest du hier besser aus dem Spiel lassen. Da bist du jetzt völlig übergeschnappt? Ich zieh aus. Mitsamt den Kindern. Und wohin? Zu meinen Schwiegereltern. Ich dachte, du kannst die Norddeutschen nicht ausstehen. Mein Mann stammt von dort, schon vergessen? Und sie freuen sich auf uns. Können unser Kommen kaum mehr erwarten. Brauchst dir also keine Sorgen zu machen. Und wann? Jetzt. Das kommt doch überhaupt nicht in Frage. Ihr bleibt hier. Du wirst nichts dagegen tun können. Ich finde das nicht mehr lustig. Ich schon lange nicht mehr. Und die Kinder, weißt du, was du ihnen da antust? Ich tue ihnen etwas an? Verwechselst du nicht ein bisschen die Tatsachen? Ich lasse mir meine Enkelkinder nicht wegnehmen. Ich liebe sie. Ich auch. Haut doch. Macht doch, was ihr wollt. Sitz doch nicht so rum. Tu was, rede mit ihr. Und sag jetzt nicht, du bist bloß der Gärtner. Das bin ich aber. Und was willst du ihr sagen? Nichts. Ich hole ihren Koffer. Ich kündige. Frau Immel, Ihre Tochter verlässt uns. Und ein Haushalt ohne Familie ist für mich nicht akzeptabel. Für wen soll ich denn kochen, wenn alle weg sind? Um wen soll ich mich kümmern? Vielleicht nur um Sie? Ich brauche doch auch was zu essen. Dann besorgen Sie sich Essen auf Rädern. Ich würde sagen, auf eine glückliche Zukunft. Ja, auf eine glückliche Zukunft. Zum Wohl. Prost.
Liebe Frau Imme, hiermit erklären wir Sie zum Ehrenmitglied der Familie Backström auf Lebenszeit, ohne Rücktrittsklauseln. Inklusive Gehaltserhöhung? Inklusive Gehaltserhöhung. Und wenn Sie jetzt bitte die Güte hätten, diesen Vertrag gegenzuzeichnen. Ja. Und Ihre Entscheidung, mit uns zu kommen, liebe Frau Imme, finden wir geradezu fantastisch. Herzlich willkommen. Bravo! Zum Wohl. Ich hielt uns für seelenverwandt. Viel Glück, Otto. Hallo! Morgen, Oma! Guten Morgen. Guten Morgen. 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 Schlafen Sie? Danke. Gut geschlafen? Naja. Euch scheint es jedenfalls prächtig zu gehen. Wir haben ganz ausgezeichnet geschlafen. Vorsicht heiß. Ja, wie immer, Frau Imme, wie immer. Wir hatten gestern noch ein langes Gespräch mit deinem Gärtner. Ah ja? Der ist okay? Er ist heute Nacht abgereist. Und ich stehe dir als Firmenanwalt nicht länger zur Verfügung. Ich habe das auch nicht anders erwartet. Du willst bei deiner Familie bleiben, ist doch klar. Ja. Will mich vielleicht sonst noch jemand verlassen? Ich bin gerade in der Stimmung dafür. Was ist mit dir? Willst du auch kündigen? Weiß ich nicht. Mit den Augen meiner Mutter habe ich ohnehin nur Frauen im Kopf. Warum? Und Autos. Du hast von Papa nicht viel gehalten und von mir hältst du auch nichts. Wahrscheinlich erwartest du sogar, dass ich irgendwann mal in die Kasse greife und dir dein Geld wegnehme. Markus! Vater hat's getan. Wir sehen uns im Büro. Ja. Ich glaube, der gehört auch noch Ihnen. Danke. Sie sehen müde aus, Frau Stich. Ich habe auch die ganze Nacht gearbeitet. Ja, warum denn? Och. Du räumst deine Sachen aus? Wie du siehst. Du hast noch 3 Monate zu arbeiten. Laut Vertrag habe ich auch Anspruch auf Urlaub. Und seit 7 Jahren keinen mehr genommen. Und den werde ich jetzt beanspruchen. Für die nächsten Monate stehe ich also noch auf seiner Gehaltsliste. Und nach dem Urlaub? Werde ich sicher nicht zu Hause bleiben, Mama. Es gibt tatsächlich Unternehmen, die meine Fähigkeiten zu schätzen wissen. Ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass deine Entscheidung ein Fehler ist. Unsere Partnerschaft mit der Precious Company hätte funktioniert und uns allen viel Geld gebracht. Die größten Modeschöpfer der Welt stellen unter ihrem Namen Billigprodukte her und erzielen enorme Gewinne damit. Aber wir erzeugen Uhren. Ja. Und die Mädels, die sich heute eine Plastikuhr kaufen, wollen in 10 Jahren eine echte Backström. Zur Hochzeit zum Beispiel. Damit hätten wir die nächste, ach, was sag ich, die übernächste Generation erreicht. Sie müssten jeden Augenblick hier sein. Wer? Die Vorstände der Precious Company, John Finch und David Gordon. Was wollen die hier? Deine Einspruchsfrist läuft doch heute ab. Ich habe den beiden mitgeteilt, dass du ihnen deinen Standpunkt gerne persönlich darlegen möchtest. Du bist ja noch ausgekochter, als ich dachte.
Hallo, John. Hi, David. Oh, hello, Marcus. How are you? Oh, danke, danke. Als wir von Ihrer Schwester hörten, dass nun auch Frau Backström unsere Verträge paraffieren möchte, waren wir davon geradezu begeistert. Ganz so einfach wird das nicht werden. Ich befürchte, wir... Wieso? Stimmt irgendetwas mit den Verträgen nicht? Nein. Also, mit den Verträgen ist alles in Ordnung. Was ist das dann? Guten Tag. Guten Tag. David Gordon, John Finch. Ihr Sohn deutet irgendwelche Probleme an? Ah ja. Einen Moment bitte. Nur einen Augenblick. Please. Was soll das? Die Blätter sind leer. Kannst du dir das nicht denken? Doch. Ja, schon, aber ich glaub's nicht. Solltest du aber, oder? Du hattest nie vor, wirklich zu kündigen, richtig? Richtig? Welche Papiere hast du gestern in den Müll geworfen? Duplikate? Es war alles nur eine Show, von der aber nur ich etwas wusste. Mit solchen Manövern erreichst du bei mir normalerweise genau das Gegenteil. Ich weiß, Mama. Aber nicht heute, dann eben morgen. Ich gebe ja nicht auf. Nie. Ich bekomme immer, was ich will. Und das weißt du auch. Pardon, Madame. Sollten Sie noch irgendwelche Bedenken haben, sagen Sie es uns. Noch kann alles geklärt werden. Von unserer Seite gibt es jedenfalls nichts, was eine Partnerschaft verhindern könnte. Nein, 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 nein. Es ist nichts. Es gibt keinen Grund zur Besorgnis. Ich hätte mir nur für den Zusammenschluss unserer Unternehmen einen würdigeren Rahmen vorgestellt. Aber wie Sie aus dem Chaos hier sehen, befinden wir uns gerade in einer heftigen Phase der Umstrukturierung. Wollen die Herrschaften vielleicht Kaffee? Ja, das ist eine gute Idee. Mein Partner und ich würden uns natürlich sehr freuen, auch noch Ihre Unterschrift auf den Verträgen lesen zu können. Ihr Angebot ehrt mich, aber ich werde es wohl ablehnen müssen. Weil ich nämlich die Firma Backström meinen Kindern übergeben werde. Du weißt, was das bedeutet? Arbeit auch am Wochenende und in der Nacht. Wenig Urlaub. Und das die nächsten 30 Jahre. Urlaub hatte ich ohnehin schon genug. Du hattest ja immer schon einen Hang zum Kitsch. War ich so schlimm wie in Paris? Schlimmer. Danke, Mama. Wussten Sie von Ihrem hinterhältigen, infamen, hundgemeinen, bösartigen, geradezu genialen Schachzug? Ja, seit gestern Abend. Nur durfte ich es niemandem verraten. Weder Ihnen noch dem Rest der Familie. Entschuldigen Sie, die anderen wollen auch noch Kaffee.
ist jetzt aber eine Überraschung. Ich wollte dich noch mal sehen. Hast du mich vermisst? Bin ich dir vielleicht auf irgendeine Art und Weise abgegangen? Nein. Oh. Nur 18 Mal in der Stunde und 100 Mal am Tag. Wie geht's dir? Meine Kinder haben die Firma übernommen. Na, endlich. Es ginge mir ganz ausgezeichnet, wenn... Ja, wenn? Weißt du, mein Leben vor dir war eigentlich gar nicht so schlecht. Ich hätte gut so weiterleben können. Wie lange waren wir eigentlich zusammen? 7 Tage. Und 4 Nächte und 10 Stunden. Ist ja ganz kalt. Darf ich dir vielleicht meine Rosensammlung zeigen? Die kenne ich doch schon. Ja, aber noch nicht. Guck mal. Ja. Dein Handy. Das geht noch. Ich werde es rahmen lassen und über den Kamin hängen. Wer ist das? Meine Kinder. Sie lassen dich grüßen und du sollst gut auf mich aufpassen.